Und somit herzlich willkommen zu Super Mario Galaxy für die Switch Remake von 2007. Ich habe mir gedacht, yo, ich habe die All-Stars Collection gekauft für 40 Euro und ich habe mir so gedacht, yo, wäre schade, wenn wir nur Sunshine spielen würden. Deshalb spielen wir jetzt noch Super Mario Galaxy, wuhu. Wir starten eine neue Welt. Ich finde das Menü echt cool am Anfang. Die Bewegungssteuerung geht übrigens über den Controller. Ist ein bisschen anders als damals. Oh Gott, was können wir jetzt für den Kopf auswählen? Ah, komm, nehmen wir Toad. Okay. Ich glaube, da schalten wir nachher noch welche frei. Ich kann mich an einen Luigi-Kopf erinnern. Genau. Das Ganze sieht dann so aus. Oh, ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Real Talk. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regnet es. Oh Mann, ich kann nicht lesen. Entschuldigt mich, ich bin noch ein bisschen erkältet. Ich bekomme ab und zu wenig Luft, muss husten und dann bin ich gemutet. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten es zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte anders, zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Ich glaube, Englisch sollte jeder können oder die meisten, ansonsten hätten sie ihn lesen können. Ich wiederhole jetzt nicht nochmal das Gesagte von Peach. Sie hat auf jeden Fall ein Geschenk für uns. Braucht man eigentlich viel von den Sternteilen? Ich sammle mal alle ein. Es geht. Da bist du ja! Oh, das finde ich gut. Ah, mit dem muss ich jetzt sprechen. Mario, du bist als Letzter gekommen! Oh ja, ich muss noch Spaghetti kochen. Ich habe auf dich gewartet. Uff. Alles einsammeln. Richtige Sammelwut hier. Wunderschön. Oder auch nicht. Die Party wird gecrashed. Aber wie sie gecrashed wird, lol. Prinzessin Peach, das ist die Geburt der neuen Galaxie, von mir erschaffen und du wirst dem Ganzen beiwohnen. Bedanke dich bei den Sternschnuppen für dein Glück. Einfach ein UFO, wild. Was ich auf jeden Fall geil finde, bei den Vita, oder ja, in der Zeitspanne, du hattest sowas richtig Cinematisches. Da hast du so gedacht, Alter, ist das jetzt Kino oder ist es doch Super Mario? Und es fehlt heute ein bisschen. Also du hast es heute nicht mehr so extrem, oder fast gar nicht mehr.
Bei Zelda hast du es noch. Aber bei Mario keine Chance. Mario wird einfach nur noch billig runtergerotzt. Mal schauen, wie es bei den neuen Metroids wird. Welt geht unter. Das Castle wird geklaut. Einfach Heist-Movie von Rick and Morty. Jedes Heist-Movie immer. Aber Mario ist tatsächlich noch auf der Insel. Wild. Sie schreit, obwohl sie nur gefühlt 5 Meter entfernt ist. Und hier ist Kamek. Hinfahrt mit dir zurück auf den harten Erdboden. Mario einfach tot. Also in real life wäre er jetzt schon erfroren. Aber wir wissen ja alle, dass Mario nichts mit der Realität zu tun hat. Aber wir sind nicht alleine. Wir wurden nämlich gerettet. Wild. Bist du wach? Dann los, lass es spielen. Oh Gott, müssen wir so anfangen? Bringt es das, wenn ich ihn abschieße? Lass es fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Ja, wunderbar, ich habe dich mal eingefangen, lol. Okay, eins. Oh, erwischt. Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Nette Hommage auf jeden Fall hier an Mario 64 mit den Hasen und den Schlüsseln. Ach, erwischt. Oh nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Hä? Hast du doch. Kamera kann ich nicht anpassen, schade. Wild. Okay. Da ist der Bree drin. Oh, der ist aber schneller. Kann das sein? Ah, wie schade. Klasse, du hast uns alle gefangen. Ich meine, wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Vielleicht. Wie sieht denn eure Mama aus, Lül? So, hoch geht's. Ah. Es ist ein Charakter, den wir schon in anderen Spielen kennengelernt haben. Vor allem die Jüngeren von euch wissen nicht, dass Rosalina aus Galaxy kommt. Ich habe dich von diesem Sternentor aus beobachtet. Mein Name ist Rosalina und ich betrachte die Sterne. Um den dir kostbaren Mensch zurückzubekommen, brauchst du die Kraft von Stern zu Stern zu reisen. Ich leide das Sternkind Luma.
Du hast jetzt die Drehattacke gelernt. Schüttle oder drücke Y. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren Freund den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Ah, yes. Dann retten wir wohl Luma. Wenn es aussieht, als könnte man es nicht zerbrechen. Als könnte man es zerbrechen, dann schüttle oder drücke Y. Sogar Feinde kannst du damit betäuben. Jo. Der Wirbelschlag ist geil. Jetzt bin ich nicht sogar täuscht, das ist der erste Auftritt des Wirbelschlages. Ich fühle ihn. Du kommst damit höher, du kommst damit weiter. Spätestens im Jahr 2007 hätte Mario auch in Smash überarbeitet gehört. Ich habe schon auf dich gewartet. Und mein Sternring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber er ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerbrochen. So kannst du nicht abfliegen, was? Such dir die Teile, aber pass auf, wo du hintrittst. Jo, wir können jetzt schon sterben. Also das Tutorial ist rum. Mehr oder weniger. Und Gumba. Und hier haben wir ein Leben. Warte mal. Also ja. Der Wirbelschlag ist echt OP. Man kommt halt echt viel höher. So. Da ist das letzte Teil. Wunderbar. Dann geht's jetzt weiter. Hep. Aber da müsst ihr echt aufpassen. Mit dem Wirbelschlag kommt man halt nicht so weit. Da soll man eher einen Longjump verwenden. Hol mich hier raus. Einer der Feinde muss die Schlüssel haben. Schüttel Y. Und Ramin, okay. Verkloppen wir Feinde. Hallo. Okay, du hattest ihn auch nicht. Münzen heilen uns übrigens. Einfach als Info. Oh, lol. Ist das bekannt? Okay, der hat zwei Schläge gebraucht, aber er hat auch die Schlüssel. Das war dann ein bisschen bessere Goomba. Alle anderen waren eher so Matsch-Goombas. Lül. Aber das sind halt Details. Danke, könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben? Ich verwandle mich in einen Sternring. Warum hat es der andere Bruder nicht gemacht? Verwandelung! Okay. Aber weil es nur so kleine Sternringe sind. Ah, alles klar. Okay. Also benutzt hier echt die Umgebung bei den Planeten, wenn ihr am Anfang seid. Ich glaube, so kommt ihr am schnellsten und am effektivsten durch. Beeilung! Hier drin sind auch Freunde von uns. Okay. Okay, aber die Bewegungssteuerung ist echt sensibel. Ich habe jetzt gerade gar nicht geschüttelt. Und es wurde halt so erkannt vom Spiel. Wir haben schon auf dich gewartet. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halte irgendwie die Maschine auf. Jo, werde ich machen. Betätige die Fußschalter am Boden, um die Maschinen zu stoppen. So, hat es hier auch noch welche? Tatsächlich, uff. So. Hier hat es noch einen. Das sollten dann alle gewesen sein, oder? Jo.
Ganz wild. Und damit hätten wir den ersten großen Stern. Die werden wir nicht mehr so oft sehen. Wir werden viel öfter die normalen Sterne sehen. Keine Monde, keine Insignien, nur Sterne. So gehört sich's in Super Mario. Real Talk. Schön. Man kann sich auch tatsächlich irgendwie hierher glitschen. Und hat nicht mal das erste Level freigeschaltet. Wenn man den Stern einsammelt und macht so das Spiel kaputt. Also den Spielstand macht man auf jeden Fall kaputt, genau. Du hast einen Stern erhalten, Sterntor-Galaxie. Der gefangene große Stern 1. Meine Bestpunktzahl 9. Das Sternteile mit zurückgebracht 17. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Terrasse. Alles klar. Oh. Das Kraftfeld der Sternwarte scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte. Auf dem Kometen. Das ist unser Haus. Ein Sternschiff, das Sternmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist vor diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft. Zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Kraft. Ja, es handelt sich dabei um Powersterne. Seiner Kraft beraubt, ist das Sternschiff wie in einem tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Uff. Ich habe eine Bitte an dich. Diese Sternwarte ist ein Sternschiff, das die im Universum verteilte Galaxien mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hierher zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir Galaxien. Jedoch ist die Sternschau-Terrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Vielmehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Gehe zuerst zur Sternstaubterrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxie. Die Sternwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die Powersterne gestohlen haben. Okay, wir speichern natürlich. Hört sich auf jeden Fall interessant an und wir wissen jetzt, dass unsere Sonne ein Klasse 6 Stern ist. Also vermute ich auf jeden Fall. Ein roter Zwerg ist es nicht, den wir am Anfang gesehen haben. Und wir können ja mal ein bisschen hier vergleichen. Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums, in anderen Worten, es ist das Auge der Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Der Luma wird dir den Weg zur Galaxie weisen. Wenn er sich verwandelt, ziele mit dem Sterncursor und greif mit A. Okay. Lass los mit R. Okay. Wunderbar. Die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um zu weit, weit entfernten Galaxien zu reisen. Okay. Fangen wir mit der ersten Galaxie an, mit der Eierplanet-Galaxie.
Von der uns am nächsten gelegenen Galaxie haben wir Energiewellen eines Powersterns bekommen. Hm. Er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Jo, passt. Ich finde das System tatsächlich viel besser als bei Mario Galaxy 2. Ohne Witz, ich spiel's ja mehr oder weniger blind. Also ich hab's bei einem Kollegen mal ein bisschen angespielt. Hab dann richtig reingeschissen, hab dann gesagt, nee, komm, lass was anderes spielen. Da haben wir uns drei schon mit Wrestling auf die Fresse gegeben oder Call of Duty gespielt. Und Mario Galaxy 2 habe ich mir dann geholt. Wird interessant. Hallo. Hallo. Erster Gegner einfach instant down. Wunderbar. Also Battle müssen wir hier noch ein bisschen lernen. Ist ein bisschen anders als bei den anderen Super Marios. Ah, war das da oben nicht in ein Haus? Hat man da nicht rein können? Schade. Wunderbar. Sammeln wir so viele, hallo, Sachen wie möglich. Oh, die Musik ist gut. Also Mario Galaxy macht alles richtig, was die neuen Mario-Spiele alles so falsch machen. Okay. Warte mal kurz. Kommen wir da so hoch? Warte mal, wir sind doch jetzt gerade auf den... Tatsächlich. Ah, yes. Hättest du... Darf das so sein? Oh, ups. Uns fehlen noch ein paar. Die Frage ist, wo? Ich brauchte an dem Spiel noch ein bisschen Orientierung, aber das ist bei jedem Spiel so. Ihr kennt mich. Oh Gott. Und ich glaube, bei Mario Galaxy wird es ganz schlimm. Weil es eben dieses 3D richtig gut hervorhebt. Ah, yes. Ja, warte mal, ich möchte hier jetzt noch die Münze einsammeln. Okay, jetzt können wir hier hin. Ah, hier müssen wir dann schütteln? Wow. Auf jeden Fall konsequentes Gameplay hier. Come on! Alles kaputt machen. Die geben recht viel Sternteile. Das war ein Gegner? Ja? Okay. Reicht auch, wenn wir Y drücken? Es reicht auch, wenn wir Y drücken. Wunderbar. Aber wir schlagen uns gar nicht so schlecht, finde ich. Also klar geht's besser. Aber es geht auch um einiges schlechter. Okay, Level up, weil wir 100 Sternteile erreicht haben. Und wir kommen zum ersten Boss. In Super Mario Galaxy. Was ich an Super Mario Galaxy gut finde, ist, kann man das nicht irgendwie zentrieren? Ah ja, hier. Es hat so viele Bosse.
Und alle sind so unterschiedlich. Okay, komm her. Pam! Auf die Fresse! Und nochmal. Oh Gott. That's it, oder? Kein starker Gegner, viel auf Wirbelschlag basierend. Aber hey, netter Boss zum Warmwerden. Finde ich gut. Also, keine Ahnung, wir können ja mal ein Boss-Ranking machen nach dem LP, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann machen wir es halt nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wunderbar. Okay, erster Stern ist da. Von 120, die es insgesamt in dem Spiel gibt. Also erster richtiger Stern, es gibt ja 120. Und wir haben jetzt eigentlich schon zwei. Wunderbar. Speichern wir. Ist dir der glitzernde Sternstab aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Wir Luma lieben sie. Sie sind die Quelle unserer unserer Kraft. Du kannst sie auch mit deiner Ding aufsammeln. Wunderbar, oder? Und du kannst sie mit ZR verschießen. Lasst uns ausprobieren. Okay, hervorragend. Die behalte ich als Gebühr für die Lektion. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht springt später sogar eine Belohnung für dich raus. Sternteile werden dir bei deinem Abenteuer sehr hilfreich sein. Glaube ich. Und ich würde sagen, wir setzen hier mal einen Cut. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn ich den Part gefallen hat, lass noch 100. Wenn nicht, blast mir einen Schuh. Nächster Part geht's weiter mit Super Mario Galaxy. Tschüss und bis bald.